Morgen, Shalom und herzlich willkommen zum Frühstück Online. Wir nehmen uns diese paar Minuten und geben unser Bestes, damit wir neu gestärkt werden. Und dieses Thema, das wir heute betrachten, das ist das wichtigste Thema überhaupt, die ganze Themenreihe. Es geht um das Kreuz. Der Preis ist hoch. Das Kreuz war hart. Wir haben die Nummer 2 heute. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen und wir bitten, dass wir heute nicht dein Wort nur als Geschichte lesen und hören, sondern lass diese Worte lebendig werden in meinem Leben, in unserem Leben. Zu deiner Ehre. Amen. Wir lesen Johannes 18, Vers 4 und 5. Weil Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sagte zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus sagte zu ihnen: Ich bin es. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Jesus weiß alles, was war, ist und sein wird im Raum und Zeit, weil er alles wusste. Er steht heute hier bei diesen Verbrechern, seinen Feinden, und er weiß, was auf ihn zukommt. Er steht hier nicht nur als Mensch, er steht als Gott hier. Als Mensch Gott. Und ich finde das so stark, dass Jesus hier so mutig entgegengeht. Wie würden wir uns benehmen, wenn wir wissen, irgendjemand ist gegen uns, die wollen uns vielleicht ertappen in irgendwas oder fangen in Fragen oder so. Was machen wir? Gehen wir aus dem Weg oder gehen wir ruhig entgegen dieser Konfrontation. Das war die schlimmste Konfrontation überhaupt, weil hier in Gethsemane sind zwei riesen Heere zusammengestoßen. Wir lesen später, nächstes Mal, wie sich das ausgewirkt hat. Aber da ist die ganze Finsternis hat sich versammelt gegen den Einzigen, der das Licht ist, der das Leben ist, der die Liebe in Person ist, der Gott ist. Vor Gott schwach, doch vor den Feinden stark. Wenn wir uns erinnern, vor ein paar Stunden war Jesus im Garten Gethsemane, da wo gerade, wo sie stehen, da lag er auf seinen Knien und hat geschrien zum Vater im Himmel: Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dreimal hat Jesus das gebetet und er schwitzte Blut. Wir können uns diesen Kampf gar nicht vorstellen, weil das war nicht nur ein kleiner Kampf. Wir erleben manchmal und sagen, wow, ich bin so angegriffen, ich muss irgendwas im Reich Gottes tun. Oder wir haben erlebt, dass Menschen, die sich taufen lassen wollen, die sind unter Beschuss. Aber hier ist der größte Kampf und der größte Sieg nach der Auferstehung. Aber auch am Kreuz, das ist ein gewaltiger Sieg, weil Jesus hat mit seinem Leben den Kopf dem Drachen zertreten, der alten Schlange. Jetzt weiß er, wer er ist und kommt gerüstet seinem Feind entgegen. Gerüstet habe ich überlegt, was hat er alles angehabt. Da war Gehorsam. Das war die größte Waffe, die der Teufel, damit hat er nicht gerechnet. Er wollte Jesus umbringen und er wusste aber, dass er der Sohn Gottes ist. Kann man den Sohn Gottes umbringen?
Der Teufel dachte, ja, das kann ich als Mensch, kann ich ihn umbringen. Aber Jesus hat den Gehorsam angehabt. Er hat sich dem Vater unterordnet. Er kannte den Plan. Die Liebe zu den Feinden, das war noch eine weitere Waffe. Jesus hat die Menschen gelehrt, liebet eure Feinde. Und was macht er hier? Er liebt seine Feinde, die wissen nicht, was sie gerade tun. Und Jesus liebt sie weiter. Er sagt zum Judas, Freund, bist du gekommen und verrätst mich mit einem Kuss? Und das dritte, die Liebe zu seiner Braut. Das war eine weitere Waffe. Die Liebe kann niemand umbringen oder irgendwie besiegen. Die Liebe liebt einfach weiter. Das ist die göttliche Liebe. Im Neuen Testament wird sie immer wieder Agape genannt. Das ist die göttliche Liebe, die kein Mensch von sich bringen kann. Diese Menschen, die stehen da sprachlos und Jesus führt. Er ist an der Spitze, er ist König. Und er fragt, wen sucht ihr? Und diese Menschen, die sagen, Jesus, den Nazarener. Ich möchte ganz kurz eingehen auf diesen Namen. Nazareth oder Nazarener kommt von dem Namen Nazareth. Jesus ist ja aufgewachsen in Nazareth. Als wir in 2018 waren wir in Israel und in Nazareth waren wir in diesem Dorf. Das war alles so gemacht wie zur Zeit Jesu. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Jesus in Nazareth aufgewachsen ist. Er ist geboren in Bethlehem. In Nazareth war er aufgewachsen, weil Nazareth, das bedeutet der Ölzweig aus dem trockenen Stamm. Uns wurde erklärt, dass einen Ölbaum kann man nicht ausrotten. Der kann verbrennen, der kann unter dem Wasser vielleicht überschwemmt werden oder verfaulen oder abgeschnitten werden oder wie auch immer. Aber sobald er eine gute Atmosphäre hat, genug Wasser, da wächst unbedingt ein Ölzweig raus. Und dieser Ölzweig, der heißt Nazareth. Jetzt verstehen wir, warum Jesus der Nazarener war. Das war der neue Ölzweig. Wir lesen in Jesaja 11, 1. Und es wird ein Spross von dem Stamm Isais aufgehen und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Also die Menschen, die da standen und haben gesagt, wir suchen den Nazarener. Das waren die Feinde und Judas mit eingeschlossen, verstehen nicht, dass sie sich gerade vom Baum des Lebens abschneiden. Isai, die trockene Wurzel Judas, war das. Und Gott will und kann aus total kaputten, abgestorbenem Leben etwas ganz Neues machen. Das macht er auch mit dir und mit mir. Wenn wir verzweifelt sind und denken, ich habe alles, was ich machen konnte, ist alles schief gelaufen. Ich habe falsch gehandelt, ich habe falsch verstanden, ich habe geredet, was falsch war. Mein Mund ist schuldig, meine Zunge ist schuldig geworden, mein Herz ist schmutzig und alles ist kaputt. Ein Trümmerhaufen. Dann dürfen wir wissen, dass aus diesem Trümmerhaufen kann Jesus und will es ein ganz neues Leben machen. Einen ganz neuen Menschen. Er vergibt und er nimmt alles weg, was uns kaputt macht, weil wenn er was Neues macht, muss es leben und Herrlichkeit Gottes ausstrahlen.
Deshalb, so wie ein kranker Mensch, der gestorben ist und auferweckt wurde, der musste auch geheilt werden, sonst zerstört die Krankheit wieder. Und genau das macht Jesus. Er selber ist der Stamm, der aus trockenem Holz rausgewachsen ist. Und er macht auch aus unserem Leben etwas ganz Neues. Jesus sagt zu dieser aufgebrachten Horde und sagt, ich bin's. Und im Original, wenn wir das anschauen, ist es das Wort, ich bin. Das, was Gott, der Name Gottes, mit dem er sich Mose offenbart hat. Warum hat er sich Mose offenbart? Dieser Name war noch nie gefallen bis zu Mose. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie viele tausend Jahre es waren. Ich glaube, um die 3000 Jahre müssten das sein. Und Mose hat gefragt, wie ist denn dein Name, Gott? Und Gott sprach, ich bin. Geh und sag den Israeliten, der Gott, ich bin, hat mit mir gesprochen. Davor hat noch niemand nach dem Namen gefragt. Ich habe gedacht, wieso hat Gott sich nicht offenbart mit diesem Namen oder überhaupt einem Namen? Weil in 2. Mose, da lesen wir immer wieder, Gott öffnet seinen Namen. Zum Beispiel Jahwe Rapha, Jahwe Zebaoth, Gott Zebaoth, also Herr der Heerscharen, oder Gott mein Arzt. Also wir dürfen so dankbar sein, dass Gott seine Namen öffnet, aber wisst ihr nur wem? Wenn wir ihn fragen. Gott sagt, rufe zu mir und ich werde dir antworten und dir große und unfassbare Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Diese Namen, die sind nicht nur irgendein Name, um zu rufen, hallo, ich bin hier oder komm mal her, sondern jeder Name Gottes ist ein vollkommenes Programm. Ich bin, das bedeutet, ich war, ich bin und ich werde bleiben, für immer der Gleiche. Gott, bei Gott gibt es keinen Raum und Zeit. Raum und Zeit wurde nur für diese Erde geschaffen. Und deshalb hat Gott schon von Anfang an alles gewusst. Er hat auch dich gekannt, noch bevor die Welt gemacht wurde. In Epheserbrief lesen wir diese wunderbaren Worte. Das ist fast nicht zu fassen mit unserem menschlichen kleinen Verstand. Aber bei Gott ist es so. Ich bin, der ich bin. Also, wir dürfen fragen, in deiner stillen Zeit, darfst du ruhig fragen und Gott wird antworten. Ich habe es ausprobiert. Das sind die besten Momente am Tag, wenn Gott spricht und wenn er Dinge öffnet, wenn er uns führt. Judas auf der falschen Seite. Wir lesen hier, Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Judas, der auserwählte Freund, wird hier zum Feind. Wollte Jesus damit auch den Verrat bezahlen? Habe ich gedacht. Es gab bestimmt auch in deinem Leben Situationen, wo du dich verraten gefühlt hast. Oder vielleicht gab es sogar Zeiten, wo wir selber zum Verräter geworden sind. Ich glaube, dass Jesus hier beides mitgenommen hat ans Kreuz und bezahlt. Bezahlt, für immer bezahlt. Wenn wir diese Schuld vor ihn bringen und sagen, bitte vergib, dann vergibt er und denkt nie wieder daran. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so ein guter Gott bist. Danke für deine wunderbaren Pläne und danke für deine große Liebe. Wir beugen uns vor dir, wir beten an und wir bitten dich, Herr Jesus, dass wir dir nachfolgen können.
In deinem mächtigen Namen bitten wir. Amen. Shalom, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal.